Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind gerade live im Stream. Wir sind gerade auf Bangers Account. Hier seht ihr, er hat die Royal Ghost Challenge 12:1 geschafft. Es ist einfach nur mega, mega nice. Wir können nämlich jetzt hier gleich den Royal Ghost einsammeln. Wir können auch ein Game mit dem Royal Ghost machen. Wir können die Kiste öffnen. Zudem hat er hier ein Mega-Chest-Opening, eine Legendary-Chest, eine Super-Magical-Chest, noch eine Super-Magical-Chest und hier kommt noch eine Legendary-Chest rein. Zudem hat er noch die Quest Super-Magical-Chest dabei. Das heißt, es kommt ein mega über 500-Euro-Opening. Das ist einfach so krank, Leute. Es ist einfach mega krank, Leute. Und da würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fordern uns den Royal Ghost an und da ist er. Wir haben den Royal Ghost freigeschaltet. Die größte OP-Karte, die es zurzeit eigentlich gibt. Nicht so krank wie die Nachthexe damals, aber immer noch eine OP-Karte. Mega, mega nice. Und dann können wir jetzt hier auch gleich nochmal die Truhe öffnen. Zudem, warte mal, ich guck mal, welches Deck kann ich denn verändern? Ich schau mal kurz. Wir müssen hier wieder das öffnen. So, welches Deck können wir verändern? Hier ist das Deck. Wir werden mal kurz Deck 5 verändern. Wir werden nämlich das Deck vom Platz 1 der Welt mal kurz spielen. Das ist auch ein Golem-Deck mit dem Royal Ghost. Hier, Royal Ghost neu. Da werden wir auf jeden Fall ein Fight mal mit ihm machen. Ich hoffe, ich darf das machen. Kann er ja mal kurz reinschreiben. Jam bitte Goldtruhe. Okay, ich jam kurz die Goldtruhe. Dann jammen wir mal kurz die Goldtruhe. Sehr schön, 252 Gold. 8-mal Skelett fast, 11-mal Feuergeist. Okay, war nichts Besonderes drin. Wir werden nämlich jetzt hier das neue Deck ausprobieren. Und weiter geht's mit der Truhe, Leute. Sehr schön. Vielleicht bekommen wir sogar eine Legendary Card. 11.000 Gold. 4-mal Mega Minion, 5-mal Flugmaschine, 1-mal Giant Skeleton, 1-mal der Jäger, 19-mal Blastrock Kobold, 27-mal Goblin Hut, 32-mal Skelettfass, 3-mal der Bowler und 258-mal der Royal Giant. Leider keine Legendary Card, aber ist eine relativ solide Kiste gewesen, Leute. Mit sehr, sehr vielen Karten. Und das hier ist die neue Herausforderung, Leute. Die Legendary Herausforderung, die werden wir morgen live im Stream zocken. Also für euch aus gesehen war sie nämlich schon, weil wir haben das nämlich schon gestreamt. Und ich sage, spielen wir mit dem Deck eine Runde, let's go. Mal schauen, wie das so wird. Mit dem Royal Ghost das erste Mal werden wir jetzt hier mit dem Royal Ghost zocken. Das ist so eine OP-Karte. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Auf Level 1 erst. So, Royal Ghost nach hinten. Damit werde ich dann auf jeden Fall auch noch Decks vorstellen. Banger, darf ich denn auch vielleicht deinen Account benutzen, wenn ich Deckvorstellungen oder so machen will? Das ist nämlich das, was ich als nächstes machen wollte. Ziehen wir den einfach mal in den King Tower. Let's go. King Tower ist an. Nice. Somit sind wir auf jeden Fall schon mal deutlich in Führung. Der Royal Ghost hatte gerade Probleme mit der Skelettarmee. Ah, okay. Aber das Deck scheint gut zu sein, weil ansonsten würde das ja nicht Top 1 der Welt spielen, Leute. Also ansonsten wären wir ja die Top 1 der Welt. Würden das ja die Top 10 alle spielen, dieses Deck. Da muss es ja stark sein, Leute. Da muss es ja stark sein mit dem Royal Ghost. Okay, so. Nachthexe kommt dazu. Das ist ja ungefähr das Deck, was wir gerade gespielt haben. Noch ein Abo. Dankeschön, Michael Haas, für dein Abo. Cool, dass du auch dabei bist. Aber es wäre so ein richtig schnieker Royal Ghost OP. Für was da noch kommt. Da kommt ein Feuerball. Feuerball war nicht schlecht. Okay, Royal Ghost hat sich gezeigt. Royal Ghost greift gerade den Packer an. Royal Ghost ist down. Royal Ghost ist leider down. Das war ja gerade nicht so nice. Aber wir hauen wieder ein bisschen Schaden raus. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hier müssen wir einmal zappen, damit wir durchzeigen können. Und damit der Elektromagier keinen weiteren Hit auf den Tower rausbekommt. Und jetzt kommt der nächste Push. Jetzt müssen wir hier einmal rausziehen mit Baby Dragon. Baby Dragon, bitte? Ja, Baby Dragon bekommt noch einen Hit raus. Kein Hit vom Hawk Rider. Perfekt gespielt. Und dann können wir gleich bei der doppelten Elixierphase. Könnt ihr dann den nächsten Golem ausspielen. Das wird auf jeden Fall krass. Eines der besten Decks zur Zeit, die ihr hier zocken könnt, ist dieses Deck, wenn ihr den Royal Ghost überhaupt freigeschaltet habt. Ich auf meinem Account habe ihn zum Beispiel nicht freigeschaltet, deswegen kann ich auch leider keine Royal Ghost Decks spielen. Deswegen ist es leider nicht so nice. Wir können gleich mal, Leute, ich versuche gleich mal was. Ich werde gleich, wenn alles gesetzt ist, Tornado-Rakete spielen. Royal Ghost reicht, hoffe ich. Wir brauchen nämlich jetzt hier nochmal den Tornado gleich. Okay, Royal Ghost hält einiges aus. Hier nochmal ein Zap, damit wir nicht so viel Schaden machen. Okay, wir ziehen erstmal alles zusammen.
alles zusammengezogen. Elektromagier wird mit reingezogen. Krank. Nice. Das war richtig stark gespielt. Und dann sollte das, glaube ich, der Tower sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist der Tower. Sehr schön. Wir führen mit 1:0. Royal Ghost wird einfach mal in der Verteidigung jetzt eingesetzt. Was eine Rakete. Rakete wird auch mal zur Verteidigung eingesetzt. Für den Hawk Rider. Und dann ist das am Ende ein gewonnenes Game. Und so sieht das Deck aus, Leute. Also, spielt unbedingt das Deck, wenn ihr den Royal Ghost freigeschaltet habt. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Das ist zurzeit Top 1 Deck der Welt. Und ich würde dann sagen, plus 19 Trophäen für Banger. Damit hat er jetzt die nächste Silver Chest am Start. Und das hier ist das Deck. Wenn ihr diese Karten gut gelevelt habt, also Golem Level 7 ist natürlich krank, da könnt ihr auch Golem Level 5 oder 6 spielen, das ist ja kein Problem. Aber wenn ihr die ganzen Karten, die sind nur auf Level 8, wir haben gerade gewonnen, Tornado nur auf Level 4, das reicht alles komplett aus. Also wenn ihr auf jeden Fall dieses Deck habt, spielt dieses Deck. Dankeschön fürs Zusehen, lasst dem Stream und dem Video, wenn ihr das auf YouTube seht, auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Livestream oder Video wieder. Haut rein, euer Daniel und ciao.